Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Ponyfeder Horses. Willkommen zu einem neuen 5-Arten-Video und zwar ein 5-Arten von lustigen Repainter-Video. Keine Sorge, niemand muss sich jetzt hier irgendwie in irgendeiner Hinsicht angegriffen fühlen. Alle diese Charaktere sind freier Hand ausgedacht, das heißt, es spielt hier nur meine Fantasie, von niemandem irgendwie inspiriert oder so, sondern einfach nur meine Fantasie, das heißt, all diese Charaktere oder all diese Persönlichkeiten habe ich mir selber ausgedacht. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit dem Video mit der ersten Art. Erstens, der, der gar keinen Bock auf so viele dünne Schichten Farbe hat. Dieses Pferd sollte mal ein wunderschöner Schimmel werden, mit schönen Deppels, aber ich habe da gerade das Tutorial gesehen und da muss man ja so viele dünne Schichten machen, die ja gar nicht decken. Also wenn man da einmal eine Schicht drauf batscht, dann hält das ja gar nicht. Also wie soll daraus so ein schöner Schimmel werden? Also also wirklich nicht. Wieso kann man das... ich habe die Lösung. Einfach nur raufklecksen, ich meine. So eine große Schicht wird doch nicht schaden, nicht wahr? Zweitens, die gar keine Zeit fürs Repainten hat. Also, ich wollte mit dem Hobby Repainten beginnen. Da könnte ich ja morgen... Nein, da habe ich einen Zahnarzttermin. Aber, nein, nur kann ich das auch nicht machen. Da läuft doch diese Fernsehsendung. Dann, nein, da muss ich noch Vokabeln abschreiben. Aber, da habe ich mit meinem Freund aber abredet. Und dann so, nein, da sind wir Stand-Up-Paddling fahren, Mist. Und, nein, da muss ich ja noch shoppen gehen. Und ich habe mir vorgenommen, da wieder zu lernen, Mann. Und da, nein, dann kommt ausgerechnet mein Nachhilfelehrer. Kann er nicht wann an? Ach stimmt, ich habe ja gar keine Zeit, ihn irgendwo anders einzubauen, weil ich einfach nur durch den 24-7 am Arbeiten bin. Ich kann... Drittens, der keine Zeit hat fürs Repainten, aber trotzdem repainten will. Also Modellpferd check, Pinsel check, Farbe habe ich auch welche. Einen schönen Spray habe ich auch, natürlich kein... Haarspray, weil das klebt ja leider. Und jetzt kommt es zu Zeit. Habe ich Zeit? Also, morgen wird es kritisch. Und dann übermorgen auch noch. Und aber ich will doch so unbedingt überpainten. Ich habe die Idee. Ich könnte ja einfach morgen, was haben wir da? Genau, wir haben erste, zweite Stunde, da haben wir Vertretung. Da kann ich ja das einfach machen. Und die Vertretung ist ja auch sehr nett, die wird das sicherlich zulassen. Also, und dann in der Mittagsbetreuung, da kann ich das sicherlich auch noch machen. Und dann in meiner AG, da wird es auch noch was. Und auf dem Nachhauseweg im Bus kann ich sicherlich auch noch pennen. Ich meine, 20 Minuten, da schaffe ich es doch wohl, das Pferd noch zu grundieren. Und dann zu Hause muss ich nur noch die Augen aufmalen und dann einen kleinen Checkung draufpacken. Also das geht doch wohl. Und dann, wenn wir auch noch auf der Kreuzfahrt sind, kann ich ja auch noch repainten. Ich meine, das geht ja. Und dann, wenn wir in der Früh vielleicht einkaufen gehen, dann kann ich das nebenbei auch noch machen. Ich meine, die Leute kennen mich ja mittlerweile, dass ich ein bisschen blemblem bin. Aber immerhin. Und dann kann ich ja in den Ferien, dann wenn wir eigentlich auf der Kirmes sind, kann ich ja zwischendurch mal ein bisschen repainten. Also das geht ja wohl. Und morgen schreiben wir zwar eine Klassearbeit. Vielleicht kann ich dann einfach mir das E-Book zu meinem Mathebuch anhören. Und dann kann ich währenddessen repainten. Das geht doch. Also, hä? Läuft doch. Viertens, die alles repainted, was ihr in die Hände kommt. So, mal mein Zimmer auf. Was machst du denn hier? Dich kann ich repainten. So, ich wollte hier mal aufräumen. Und wow, was habe ich denn hier gefunden? Die kann ich sicherlich repainten. Und hier ist mein oberes... Was machst du denn hier? Dich kann ich sicherlich repainten. Ah, schön auf der Schaukel sitzen. Voll ange... was tut hier denn was? Du hast dich hier versteckt? Dich kann ich sicherlich repainten. Warte! Wow, danke, Omi, dass du mir so ein schönes Pferd zum Geburtstag geschenkt hast. Das ist ja voll süß. Das kann ich sicherlich repainten. Yay! Oh, was sehe ich denn da? Das Einhorn von meiner Schwester. Daraus könnte man einen guten Araberfohlen machen. Es ist ihr Lieblingseinhorn. Sie will schon nichts dagegen haben. Fünftens, von der repainten ihr Leben ist. Also, ich habe extra mein Abi geschmissen, um meine schönen Modellpferde zu... repainten. Ich meine, ich muss ja nicht Arzt werden oder so. Ich kann ja einfach Künstlerin werden. Ich bemale die Modelle und dann werden sie vielleicht irgendwo ausgestellt und dann kriege ich sicherlich viel Geld dafür. Das wird mein Leben werden. Das wird mein Job sein. Das ist unglaublich.
Mit in den Urlaub kommen auf jeden Fall meine ganzen Modelle. Also einmal die Araberstute, dann das Shaya, dann einmal die Kleidstyle-Stute, dann einmal die Tinkerstute. Dann haben wir einmal das Kleidstyle-Fohlen und dann natürlich noch das Hanoveraner-Fohlen. Davon habe ich eine Nicole gehört. Und das Lipizzaner-Fohlen, dann die Lipizzaner-Stute. Und den anderen Lipizzaner, der neue, den werde ich auf jeden Fall umkasten. Und dann werde ich noch die Trakehner-Stute neu machen. Und dann werde ich noch die. Schlaf schön, mein Kleiner. Morgen wirst du repeltet. Ja, Leute, das war's jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Vielleicht wird es noch einen zweiten Teil geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao, Leute!